Und damit herzlich willkommen zurück bei Zelda Tears of the Kingdom. Diesmal ist auch, sehe ich gerade, der Ballon wieder repariert. Wir könnten ein bisschen weiterziehen, aber beim letzten Mal sind wir ja an dem Schrein gekommen. Und am Schrein angekommen war auch der Pferdestall. Und dort werden wir mit allen Leuten jetzt mal reden und schauen, was diese Stelle hier so für uns bereithält. Und dann können wir uns ja auch immer noch weiter durchkämpfen, irgendwo hier oben zu unserem, entweder dem Ziel, die Träne der Drachen, oder hierhin in das Dorf. Weil ich immer noch dabei bin, die Untersuchung der vier Regionen ist erstmal sinnvoller, ne? Und dann wäre unser Ziel nämlich... Und wo wäre es denn dann? So, jetzt haben wir es. Dann wäre das Ziel nämlich genau hier auf dem Berg oder auf der Insel oder was auch immer das ist. So, und jetzt geht's los nach dem Intro. So, dann gucken wir erst einmal, was Terry so zu bieten hat. Hallo, welch freudiges Wiedersehen. Wie ist Ihnen auf Ihrem Pfad durch das Leben? Wie ist es Ihnen so ergangen? Komm, sag schon, sprich mit mir. Ich liebe übrigens Käferchen. Nun, gibt es etwas, das Sie brauchen können? Oder könnten Sie mir etwas verkaufen? Was hast du denn zu kaufen? Stimmt, bei dem kriegen wir ja auch Pfeile, wenn wir keine mehr haben. Feuerfrüchte, das ist geil. Wo sind denn unsere Steinchen, ha? Wir könnten eigentlich mal so ein bisschen Feuerholz verkaufen. Holz kriegen wir ja in Massen nach, ne? Ach du je, er deckt sich mit Holz zu. Gasthäuser sind zu teuer. Ja, wenn ich jetzt meine... Ich habe doch noch ein Opal oder sowas gefunden. Ah, hier. Ja, ich möchte was kaufen. Jetzt kaufen wir ihm im Gegenzug einmal 5 Pfeile ab. Sehr schön. So, Jungs, jetzt seid ihr dran. Eine legendäre Waffe. So, so, so. Und jetzt denkt noch mal gut darüber nach, Onion. Mit legendär ist nur gemeint, dass etwas einfach nicht existiert, du Holzkopf. So ist das mit Legenden nun mal. Aber die unbekannte Tierart, nach der du suchst, ist doch nichts weiter als ein Gerücht. Da muss mehr drin sein. Die unbekannte Tierart ist das Gesprächsthema Nummer 1 in allen Stellen, in denen wir waren. In Stellen erhält man viele wertvolle Informationen. Wenn es also nicht wahr wäre, würden nicht alle darüber reden, oder? Oh. Aber selbst wenn eine unbekannte Tierart zu finden wäre, ich meine, was haben wir schon davon? Überleg doch mal. Wenn wir andererseits eine legendäre Waffe hätten, dann müssten sich die Monster vor uns in Acht nehmen, richtig?
Und was machst du, wenn die legendäre Waffe einfach nur legendär schlecht ist? Zuerst einmal sollten wir uns in anderen Stellen nach Informationen über die unbekannte Tierart umhören. Oh. Legendäres Schwert, okay. Ja. Oh. Hey, ein Stallpunkt-Bonus, yeah. Jetzt mal ganz ehrlich, warum sind diese Pferde im Stall hier? Da ist Blitz, da ist Surprise, Donner, Red Fury, Snowflake, Thirsty ist unterwegs, 6 von 6 Pferden. Das sind doch hier die Pferde aus... Okay, aber das hier sind die Pferde aus... dem ersten Teil. Warum sind die denn alle da? Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Schau mal an, das ist echt mein Pferd aus dem ersten Teil. Der hat sogar das Soundzeug noch. Jetzt bin ich begeistert. Die Pferde aus dem ersten Teil sind noch da. Und ich dachte mir, ich muss mir komplett neue Pferde besorgen. Das heißt, das Riesenpferd ist auch noch da, hä? Dann ist das hier das Riesenpferd. Geil. Stärke, ja gut, Tempo langsam, aber die größtmögliche Stärke. Das ist, glaube ich, das Riesenpferd gewesen, was man... Das finde ich jetzt natürlich geil. Ja, da ist das Riesenpferd. Wie geil. Und wie gesagt, die haben alle noch das Aussehen von vorher. Okay, das war mein erstes Pferd, das habe ich aus Prinzip behalten. Ich glaube, zur Preis war so ein richtig gutes Pferd. Genauso wie Donner. Die sind ja ziemlich identisch. Der hatte einfach am meisten Stärke. Und der hatte die meiste Ausdauer, ne? Snowflake, das war das weiße Königspferd. Ja, herzlichen Glückwunsch. Na, super. Und ich fange mir mühsam ein Pferd in diesem Teil. Ich bin begeistert. So, was möchtest du denn? Oh, ein Gast! Ein Gast, wie schön, dass du es auch noch vor der Dunkelheit hierher geschafft hast. Ich bin gerade beschäftigt. Wenn du also unseren Stall nutzen möchtest, geh doch bitte zur Rezeption. Guck mal, womit ich beschäftigt bin. Ist das nicht cool? Ich wollte schon so lange einen eigenen Pferdewagen und endlich hab ich ihn. Tja, Link. Na gut.
Wie du siehst, er ist eventuell noch nicht ganz komplett, aber ich habe einen eigenen Wagen. Aber wenn du das Baumaterial beim Stall verwendest, könntest du ihm Räder bauen. Und was das Pferd angeht, wenn es dir gelingen würde, ein Wildpferd zu fangen, wäre das perfekt. Was Wildpferde ist klar. Oh, sie würde ihr ganzes Geld abgeben. Der Traum von einem eigenen Wagen. Ja, komm, wir helfen ihr mal, ne? Weil wir sind ja der Gute. So, guck mal. Moment mal. Der Wagen ist fertig. Der Wagen ist fertig. Oh, ich bin so dankbar. Danke, Link. So nett. Zelda wird nicht eifersüchtig auf dich. Oder auf mich. Er ist wirklich fertig. Hast du das etwa nur für mich getan, mein Süßer? Oh, danke, Link. Ich danke dir. Ich würde wirklich alles für dich tun. Ein kompletter Wagen mit Rädern und allem drum und dran. Und ich dachte erst, der gehört einem unserer Gäste. Ich weiß ja gar nicht. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so sprachlos. Danke, danke, danke. Dank dir bin ich meinem Traum vom eigenen Pferdewagen nun schon einen großen Schritt näher. Jetzt müsste man nur noch ein Wildpferd fangen. Ich habe schon mal versucht, Wildpferde zu fangen, aber bei mir rennen sie immer weg. Also ich kriege dein ganzes Geld, ja? Ich bin der Rasenmäher-Link. So, welches Pferd ich fange, ist ja erstmal relativ egal. Wobei das hintere da, das sieht eigentlich sogar cool aus. Ja, das sieht echt gut aus. Frage ist, komme ich an irgendein Pferd dran, ne? Nimm das Pferd, wo ich zuerst dran komme, Jungs. So, guck mal. So, dann schauen wir mal, ob wir der guten Dame das Pferd hier geben können. Gucke mal, ich habe dir ein Pferdchen geholt.
Hast du dieses Pferd wirklich für mich gefangen? Oh, danke, Link. Das sieht ja toll aus. Ich tue wirklich alles für dich und Zelda wird es niemals erfahren. Ich sag dir, die wird es wirklich nie erfahren. Oh, ich bin dir so ewig dankbar. Und so ein Pferd wollte ich immer schon haben. Bitte, bitte. Na ja, komm, nimm es. Was? Echt? Du willst mir also wirklich dieses tolle Pferd überlassen? Ach, du musst ja wirklich verliebt in mich sein, Junge. Oh. Sehr schön. Ich danke dir. Danke. Passiert das gerade wirklich? Ich bin ja so glücklich. Ich bin so umwerfend glücklich. Toll, ich werde gleich das Geschirr anlegen. Wenn du ein Pferd besitzt, kannst du ihm doch ein Geschirr anlegen, du Dummerchen. Weißt du es nicht? Auf diese Weise kannst du ein Pferd an einen Wagen anschieren oder auch Sachen, die du gerade trägst. Wenn du Stallpunkte sammelst, kannst du so ein Geschirr als Prämie erhalten. Sekündchen. Und fertig. Ich hätte nie gedacht, dass aus diesem Wrack ein so toller Pferdewagen werden würde. Ich bin dir so dankbar. Vielen, vielen Dank. Ein eigener Pferdewagen ist der Traum von jedem, der in einem Stall arbeitet. Ich kann dir gar nicht genug danken. Nachdem ich den Wagen gekauft hatte, hatte ich nicht mehr viel Geld übrig. Aber alles, wirklich alles, was ich habe, mein Herzchen, was ich natürlich an Geld habe, meine ich, es soll dir gehören. 100 Rubine. Oh, stimmt ja. Wie heißt du eigentlich, Schnuckelchen? Link also. Mal überlegen. Dann soll dieser Pferdewagen von heute an Zu Mink heißen. Ich werde ihm mein ganzes Leben lang hegen und pflegen. Versprochen. Du musst mich und den Zu Mink unbedingt mal wieder hier besuchen. Ha, ich bin ja so glücklich. Und ich werde mich so erkenntlich zeigen dann. Okay, sie will sich erkenntlich zeigen, was über Pferde erzählen. Also mal, ich glaube, du weißt schon, wie man ein Wildpferd fängt, nämlich wenn man ja anschleicht. Ah, das ist interessant. Man erkennt den Charakter eines Pferdes anhand des Musters. Ein Pferd mit Punkten ist friedlich und leicht zu zähmen. Daher kann man es leicht fangen. Und die Pferde mit einfarbigem Fell ohne Muster sind temperamentvoll und daher etwas schwieriger. Aber sie sind auch schnell, können öfter sprinten und sind insgesamt fähiger. Na, was sagst du? Sind doch tolle Infos, findest du nicht? Ich weiß noch viel mehr. Also lass uns noch mal reden. Und dein Arm ist auch so komisch gepunktet. Heißt das, dass du ein ruhiger bist und kein Wilder? Lass mir das lieber. Ich sag nicht jedem sofort weiter, so kommen die Leute immer wieder. Ah, Pferde mögen Karotten und Äpfel. Okay, das war klar, die Sache, das mit Äpfeln und Karotten. Die Leute, die Pferde leichter zu zähmen sind. Ein Wischmopp, okay. Die schönen Holzbündel kann man, wie wir wissen, ja verkaufen und dann ist alles super. Noch eine Putzkraft. Im Stall hier, ich wünsche einen guten Abend hier im Stall der Orni. Ich meine, neu im Stall von Merita. Tut mir leid, ich bin... Habe bis vor kurzem noch im Stall der Orni gearbeitet, also falle ich gelegentlich in alte Gewohnheiten zurück. Vor dem Dorf der Orni im Westen gab es auch einen Stall, doch dann kam der Kälteeinbruch und er wurde leider geschlossen. Ich habe gehört, dass dort jetzt eine Zeitungsredaktion ihr Quartier aufgeschlagen hat. Das Dorf der Orni liegt in der Hebra-Region, da war er schon immer schon kalt, aber jetzt ist es wirklich schlimm geworden. Falls du eine Reise dorthin planst, solltest du dich unbedingt gut auf die Kälte vorbereiten. Also,
ihr für dich? Scharfe Medizin. Ich brauche sie ja nicht mehr. Wenn du etwas im Stall zu erledigen hast, sprich doch mit dem Verwalter an der Rezeption in der Mitte. Und dann fragen wir mal, was Interessantes in der Zeitung steht. Interessant. Der Kleeblattkurier ist im ehemaligen Stall der Orni eingezogen. Ja. Es werden Reporter gesucht. Na sowas. Erst Stall, dann Zeitungsredaktion. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Zeiten ändern. So, jetzt gucken wir mal nach einem schönen Fischrezept hier. Okay, in die Hand ein Leuchtfisch, sehr schön. Dann könnten wir noch einen Apfel mit dazu tun. Ein Apfel und einen Pilz, oder? Fischspieß mit Pilzen. 8 Minuten leuchten. Oh, perfekt. Ey, ich habe viel zu viel Essen ohne Scheiß hier, ne? Okay, 3 Minuten. Das war gerade ein besonderes Rezept, was ich da gemacht habe. Ich habe mich schon gewundert, dass es 8 Minuten leuchten bedeutet. Und dann machen wir hier genau das Gleiche mit. Ja, das Kochen ist immer so eine Sache hier bei dem Spiel. Ich finde das auch schade, dass man nicht sagen kann, kocht das Gericht 5-mal oder so, ne? Was müsste ich denn vielleicht noch kochen? Ich habe so viele Chilis. Aber mir fehlt Fleisch, ne? Jo, dann würde ich sagen, wir gucken mal. Der Stein hier sieht auch interessant aus. Fast wie eine Höhle, oder? Da ist ein Fisch. Schade, das sah so aus, als ob hier was versteckt wäre. Okay, das war der Name des Schreins, alles klar. Ja, dann würde ich doch mal sagen, jetzt haben wir die Folge hier mit dem Pferdequest verbracht und dann geht die nächste Folge, geht's in diesen Schrein hier. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.